Ich grüße euch, liebe Freunde eines Bahnhofs, der auch noch funktioniert, wenn zwei Gleise ausfallen. Ich war zwei Monate außer Landes und hatte mir vorgenommen, mich etwas zurückzunehmen in meiner Aktivität. Nun finde ich hier eine sinnlos geschändete Stadt vor und mit meinen Vorsätzen ist es hin. Ich komme von den Fildern, dem Gemüsegarten Stuttgarts. Dort versucht die Bahn seit über 10 Jahren ein Planfestungsverfahren einzuleiten und ist bisher mit vielen Anläufen immer jämmerlich gescheitert. Und letztes Jahr sagte der Bahnbeauftragte Eckhard Fricke oben bei uns auf den Fildern, die Bahn habe nie richtig vorgehabt, über die Fildern die Schnellbahn zu führen. Und sagte wörtlich, dieses Zitat stammt, also kann man im YouTube nachsehen, er sagte, dieser Schlenker, stammt von ihm die Formulierung, dieser Schlenker der Schnellbahn über den Flughafen haben Sie nicht gewollt, er sei nur auf Wunsch der damaligen Regierung, das war unter Teufel, geplant worden. Und da fragt man sich natürlich, welchen Schlenker will die heutige Regierung und würde die Bahn dann auch dieses verfolgen, was die heutige Regierung will? Nach dem Schlichtungsverfahren mit Dr. Geißler waren sich alle, Politik, Bahn, Bürger, Medien, einig, dass in Zukunft kein Großprojekt mehr so ablaufen könne wie vorher. Wir auf den Fildern haben uns schon vor über einem Jahr gefordert, dass vor dem Planfestungsverfahren auf den Fildern ein Faktencheck stattzufinden hat. Und Herr Fricke hat uns dieses vor einem Jahr bereits zugesagt. Was nun von Bahn und Politik den Bürgern auf den Fildern vorgesetzt wird, erfüllt die Anforderungen eines echten Bürgerdialogs bei weitem nicht. Ja, es ist ein Rückschritt gegenüber der Schlichtung. Die Bürgerschaft... Die Bürgerschaft ist außen vor und erfährt zum Filterdialog allenfalls etwas aus den Medien. So sagt die Bahn, sie will ihre Antragstrasse durchziehen. Und offensichtlich trägt diese Idee auch die Frau Erler mit. Sie sagen gemeinsam, wenn sich eine andere Trasse als diese Antragstrasse, jetzt hören Sie genau zu auf die Formulierung, als konsensfähige Alternative aufdrängt, werde deren Machbarkeit geprüft. Und Sie sagen, die Teilnehmer entscheiden nichts, sie können allenfalls empfehlen. Und Sie sagen, es darf keine Grundsatzdiskussion geben. Und so weiter und so weiter. Ja, man erhofft sich durch diesen Dialog, wörtliches Zitat, dass die Akzeptanz für das Vorhaben steigt, wenn die sich da nicht mal täuschen. Eigenartig, dass alle Vorarbeiten zu diesem Filterdialog nicht öffentlich abliefen. Zum Beispiel, der Moderator wurde intern bestimmt. Seine Qualität mag gut sein, aber das Vorgehen ist eigentlich unmöglich. Eine enge Zeitschiene wurde vorgegeben. Das muss man sich vorstellen, seit 16 Jahren planen die auf den Fildern, kommen nicht zu Potte und jetzt soll es um Wochen gehen. Deshalb fordern wir den sofortigen Einstieg in einen ergebnisoffenen Bürgerdialog. Alle, aber vorrangig... Alle, aber vorrangig die Bürgerschaft, müssen gefragt werden, was besprochen werden soll, wo vertiefende Gutachten nötig sind, wo welche Fachleute von außen herangezogen werden sollen, wie viel Zeit dafür angesetzt werden sollte und so weiter und so weiter. Alle Sitzungen sind öffentlich, alle Protokolle, Studien, Gutachten stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Auch den Bürgergruppen
müssen Gelder für Fachleute und Gutachten zur Verfügung gestellt werden. Es macht ja nur Sinn, wenn Waffengleichheit herrscht oder angestrebt wird. Die Projektbetreiber haben genügend Geld, und zwar Steuergelder. Man könnte sarkastisch meinen, die schwimmen in unserem Geld. Die Geißlersche Schlichtung hat eindrucksvoll gezeigt, dass Laien den professionellen Planern Paroli bieten können. Wenn die bürgerschaftlichen Gruppen, wie zum Beispiel die Schutzgemeinschaft Filder, auf Augenhöhe diskutieren soll, dann muss man ihnen rechtzeitig alle vorhandenen Daten und Zahlen zur Verfügung stellen. Und, was wichtig ist, mindestens bis zu einem gerichtsfesten Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt 1.3 auf den Filtern, und das kann Jahre dauern, darf mit dem Bau des Filteraufstiegstunnels nicht begonnen werden. Was ist unser Alternativkonzept? Ich nenne vier Punkte. Erstens, Erhalt der Gäubahn auf der bestehenden Trasse. Dies ist eine Forderung, die auch im Schlichterspruch steht, der ja von allen akzeptiert wurde. Minister Herrmann hat letzte Woche diese Option auch öffentlich gefordert. Zweitens, zum Flughafen fahren zusätzlich Express-S-Bahnen, die vom Bahnhof direkt zum Flughafen fahren, maximal mit einem Halt. Drittens, der Feinger Bahnhof wird um einen Bahnsteig ertüchtigt, vor allem damit die wenigen Fahrgäste, die von Süden mit der Gäubahn kommen und zum Flughafen wollen, dass die dort in die S-Bahn umsteigen müssen und nicht nach Stuttgart runter und dann mit der S-Bahn wieder hoch. Für diesen Ausbau des Feinger Bahnhofs hat sich jetzt ein Bündnis Filterbahnhof gebildet und die Bitten um Unterstützung von Gruppen und Privatpersonen, bitte erkundigen Sie sich oder schauen Sie im Internet und unterstützen Sie dieses Vorhaben. Damit, mit diesem, was ich jetzt gesagt habe, erübrigt sich auch der Bau der Rohrer Kurve. Vierter Punkt, ein S-Bahn-Ringschluss über die Filter. Von Vaihingen über den Flughafen ins Neckartal nach Wendlingen und Esslingen. Dann hätte man in Vaihingen und in Wendlingen-Esslingen zwei Punkte, wo alles, was dort ankommt, auf die S-Bahn Richtung Flughafen verteilt werden könnte und alle Probleme wären gelöst, die angeblich jetzt anstehen. So ist es, ja. Einige Bemerkungen noch zum Schluss. Wir von der Schutzgemeinschaft Filter werden weiter um jeden Quadratmeter Filterboden kämpfen. Yeah. Die Bahn sagt, was wollt ihr denn? Ihr kriegt doch hier unten 10 Hektar oder 20 Hektar mehr Parkfläche. Geschenkt, alles geschenkt. Sie verschweigt, dass allein auf Plieninger Markum 30 Hektar bester Filterboden, vom Besten, was diese Welt zu bieten hat, 30 Hektar Filterboden versiegelt werden soll. Es ist empörend. Es ist empörend, dass man das auch noch versiegeln nennt. Wir können die Antragstrasse und die meisten Alternativen schon allein deshalb nicht gutheißen, weil sie laut Flughafenchef Fundel zu 1,5 Millionen mehr Fluggästen im Jahr führt. Das heißt etwa 50 Flugzeuge pro Tag mit allen Folgen für Lärm, Klima, zweite Startbahn und so weiter. Und schließlich noch ein Wort zu den Kosten und das Gerangel, wer eigentlich dafür aufkommen soll. Auf den Filtern gibt es kein tragfähiges Betriebskonzept. Es gibt kein funktionierendes Notfallkonzept. Der Tiefbahnhof unter der Messe birgt nur Probleme. Übrigens, der ist viel tiefer als euer Bahnhof hier. Und so weiter und so weiter. Die Bahn hat in 16 Jahren Planung nur Murks produziert und hat jetzt die Stirn zu sagen, wer was ändern will, muss auch zahlen. Nein! Die Bahn...
Die Bahn selbst hat gefälligst für die Behebung ihres Versagens die Verantwortung zu übernehmen und nicht der Steuerzahler. Auch wenn der Kampf da oben für viele relativ aussichtslos erscheint, in einem sind sich alle Beteiligten, Politik, Bahn, Gemeinden, Bürger einig. Auch die Bahn in letzter Zeit. Die bisherige Filterplanung ist ein furchtbarer Murks. Unsere bürgerfreundliche Alternative dagegen ist rasch umsetzbar, billiger, ökologischer und leistungsfähiger. Wir werden daran arbeiten, dass der Filterdialog nicht nach dem Motto die Bahn bestimmt, die Bürger bleiben auf der Strecke abläuft. In diesem Sinne, weiterkämpfen und oben bleiben. Herzlichen Dank, Steffen Siegel von der Filter-Schutzgemeinschaft. Herzlichen Dank für diese ausführliche Darstellung der Problematik auf dem Filter.